Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Schön, dass du den Weg wieder zurückgefunden hast und wieder einschaltest. Ja, nachdem wir letzte Folge Dex kennengelernt haben und einen ziemlich kuriosen Typen, was ihr ja gerade gesehen habt, einen ziemlich kuriosen Typen getroffen haben, der ein ziemliches Problem mit seinem Huhu hatte. Stehen wir hier an der Stelle, wo wir gestern aufgehört haben, nachdem wir eine kleine Nebenmission abgeschlossen haben für Regina Jones. Da sollten wir ja ein Implantat zurückholen, was wir hier abgegeben haben. Und dann wurden wir noch von ein paar Typen überrascht, die hier um die Ecke gestanden haben. Und ja, gut. Schauen wir mal eben schnell ins Inventar rein. Wir haben doch bestimmt wieder ein paar neue Sachen gekriegt, die wir ausrüsten können. Jede Menge Handfeuerwaffen, Powerpistole, Nui 84, du machst 91, du machst 95 Powerpistole Unity. Alles klar, damit ist die Wahl schon erledigt. So, was haben wir an Sturmgewehren? 95, na, das gibt jetzt aber Sprünge nach oben, ne? So, irgendwas an Nahkampfdingern? Nein. Das verschrotten wir dann gleich mal. Den Rest verschrotten wir auch, bis auf Dying Knight. Mal eben schnell alles durchverschrotten. Ja, habe ich gerade gesehen gehabt, dass wir noch ein paar neue Klamotten haben. Ein paar coole. Oder auch nicht coole. Das schauen wir mal. Okay. Eine Schieberkappe. Jetzt muss ich gerade gucken. Aber mit einer schlechteren Panzerungswert. Also weg damit. Vom Oberkörper her haben wir ein Sakko mit 16,6, 17,8. Nehmen wir das Sakko. Den Rest, wie gewohnt, einmal verschrotten, damit wir ein paar Materialien für die Herstellung haben. Später, hier haben wir eine Gasmaske mit 5,4 und 35% Chemieresistenz. Läuft doch. Neue Schuhe haben wir auch. Oh. Ultraleichte Exosneaker. Cool. 9,2 und 10,05 5% Explosionsschadensverringerung. Und hier haben wir nichts. Dann nehmen wir doch die und schwupps. Weg. Damit. So. Dann. Wir haben 17.000 auf der Tasche. Oh, wir können Level Up machen. Was kommen jetzt? Achso, Level Up im Itemherstellung. So. Level Up konnten wir, glaube ich, noch machen. Ein Attributspunkt. Ich glaube, letztes Mal haben wir Intelligenz und jetzt wollten wir das nächste Mal in die Techie-Fähigkeiten, glaube ich, rein investieren, ne? Machen wir das auch. Und zwei Vorteilspunkte. Item-Herstellung. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Haben wir. Und erhalte mehr Items. Das andere ist ermöglicht Session seltene Items. Oh, nee. Bei Techie. Nee. Wir wollten doch noch irgendwas machen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wollten wir jetzt das Data Mining noch pushen? Wir haben auf jeden Fall zwei. Erhöht die Dauer des Breach-Protokolls und 3 Minuten lang sie physische Massenverwundbarkeit. Verbessert den Demon Massenverwundbarkeit, der die Resistenz aller Gegner im Netzwerk um 30% verändert. Also nochmal um 30% verringert. So quasi 60% dann oder was? Was da hat man Quick Hacks. Ja, da müssen, oh, was wir alles rein investieren. Schaltet Schemata für das Herstellen von ungewöhnlichen Quick Hacks frei. Ja. Oh, genau, wir wollten ja auch herstellen die Eliminierung eines Ziels. Und das Neutralisieren. Regeneration im Kampf. Quick Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Oh, das ist wieder so. Pass auf. Resistenzen. Resistenzen. Dauer des Breach-Protokolls. Ja, komm. Gut. Dann haben wir schon mal das erledigt. Dann gucken wir mal eben schnell auf die Karte, wo wir gerade sind und was wir gerade machen können. Besser spät als nie bezahlen deine Schulden. Ja, wir brauchen noch 3.000, 4.000. Vielleicht kriegen wir die ja irgendwie zusammen. Cyberpsychose, komm. Wir machen schnell eine Cyberpsychose.
die ist 200 Meter entfernt. Wir könnten auch mit der schicken Karre da hinfahren, oder? Ist hier gerade keiner? Einsteigen. Einfach mal in die schicke Karre hier steigen. Hi. So. Yeah. Die hat auf jeden Fall schon mal einen besseren Sound als unsere Karre. Und schon sind wir da. Und schon sind wir da. Dann einfach mal hier anhalten. So. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Was sich hier erwartet. Ja, wissen wir auch schon. Regina. Hey, wie? Kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Alles klar. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Kriegen eine wir Leiche raus. Hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Wir geben unser Bestes. Wir gucken jetzt mal eben noch eben ganz schnell, Cyberware. Nicht tödlich steht da. Also nehmen wir den Ping mal eben raus und nehmen das nicht tödlich mit rein. Und ich glaube, unsere Waffen machen alle tödlichen Schaden. Ne? Jo, dann gucken, dass keiner guckt. Liegt schon mal eine Leiche. Tote Security. Todesursache. Leiche weist schwere Verletzung von einer stumpfen Waffe auf. Okay. Noch eine Leiche. Weist schwere Verletzung von einer stumpfen Waffe auf. Okay. Oh, leck mich doch am Arsch. Warum? Die haben wir schon gescannt. Ja. Oh, Breach-Protokoll. Jawohl. Massenverwundbarkeit und Eisbrecher. Oh, super. 55 BD. Dann kommen wir aufs 1C. Okay. Also. 55 BD. Okay. Alles gut. Wohin das Weg? Achso, einen Kurzschluss können wir tatsächlich. Noch keine. Na super, wir hätten das uns aufsparen sollen, den Kurzschluss. Glitter. Ach, Alec, Liebling, ich habe dir doch gesagt, dass du die Finger vom Glitter lassen sollst. Das Zeug wurde entworfen, um total abhängig zu machen. Deswegen tut es so weh, wenn du versuchst, damit aufzuhören. Damit auch Schmerz, Editoren und Medikamente nicht dagegen helfen. Nur Paracetamol von Body Wildlife Preservation Systems klappt vielleicht. Boah, was das für ein Name ist. Soweit ich weiß, gibt es welches in einem ihrer Läden in Little China. Aber leider kostet Paracetamol ein halbes Vermögen. Und um dein Glitterzittern in den Griff zu kriegen, wirst du es dir einwerfen müssen, wie Popcorn im Kino. Aber er bewegt sich noch, also... Er bewegt sich noch! Also müssten wir eigentlich alles richtig gemacht haben. So, Regina. Ich habe am Hafen einen kleinen Drogenring gefunden, der eine riesen Auswahl an allen möglichen vertickt hat. Die meisten Käufer waren arme Schlucker aus der Nachbarschaft, bei denen die cyberpsychotischen Ausbrüche gerade ansteigen. Gibt garantiert eine Verbindung zu dem neuen Drogencocktail, der gerade Welle schlägt. Unser Junge schläft jetzt tief und fest hier und wacht so schnell nicht auf. Bereit zur Abholung. Mit einem Bluttest solltest du herausfinden können, was alles durch seine Adern fließt. Okay, also dann ist es, wenn ich das jetzt verstanden habe... Lesen wir noch eben kurz. Sehr gut, danke für das Update. Konzerne machen sich ungern die Hände groß, großdreckig schmutzig an... Groß
Ach, Gossen, dreckschmutzig. Aber wenn ein Dealer Glitter mit Kohlenstoff oder sonst was für Scheiß mischt, sehen die Eddies Zeichen. Das Geld fließt weiter in ihre Taschen und ein paar Unerwünschte verschwinden für immer von der Straße. Win-win-Situation. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das Hupe. Dann ist das Hupe, ob wir den jetzt mit tödlichen oder nicht tödlichen Waffen treffen. Er lebt trotzdem dann. Also, ne? Also er ist dann nicht, dann nicht down gegangen. Down gegangen. Also er ist dann nicht tot. Was wiederum heißt, es ist Jacke wie Hose, wie wir die mit der Psy oder wie wir die Leute mit der Cyberpsychose bekämpfen. Okay, gut zu wissen. Wusste ich vorher ehrlich gesagt auch noch nicht. So, können wir hier uns hier noch irgendwas einstecken? Aber der ging jetzt relativ schnell und easy. Dann schmeißen wir mal den Kurzschluss wieder raus und packen uns den Ping wieder rein. Eben schnell ins Inventar durchgucken. Was haben wir denn? Leichtes Maschinengewehr. Benötigt. Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 10. Episch, ein Maschinengewehr. Nicht schlecht. So, ansonsten gibt es hier gerade nichts Neues. Gut, dann hätten wir das auch. Was sagt uns die Karte? Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, wir haben gerade 21 Uhr, können wir uns mit der Kundin in Lizzies Bar treffen. Oder wir machen die Geschichte mit Maelstrom, wo wir dann den Flathead besorgen sollen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es sich jetzt gerade anbietet, treffen wir uns mit der Kundin in Lizzies Bar, würde ich sagen. Machen wir weiter ein bisschen mit der Hauptgeschichte. Also husch husch wieder nach oben. Gucken, ob der flotte Flitzer da oben noch rumsteht. Ah, schön. Wir wollen ja natürlich auch prunkvoll einsteigen. So. Also die Karre lässt sich auf jeden Fall besser steuern als unsere. Oder? Ja, doch. Tut sie. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, an der Stelle, wenn wir hier gerade noch am Rumfahren sind, ein großes Dankeschön an alle, die bis hierhin zugeschaut haben, die einen Daumen nach oben dagelassen haben und einen Kommentar hinterlassen haben. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer über Kommentare, über Feedback und natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Und ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich hier gerade eben oben auf die Minimap geschaut habe. Und ja, unterstützt mich weiter, lasst einen Daumen nach oben da. Hilft beim Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, möchtet, dann lasst doch vielleicht sogar ein Abo da. Und es werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch weitere Projekte folgen. Ich bin am Überlegen, was ich spiele, was ich aufnehmen könnte, was mich auch langzeitlich motiviert. Und ja, lasst euch einfach überraschen, was noch so kommt. Auf jeden Fall mit diesem dummen, jetzt, also dummen Gesülze haben wir es jetzt zu Lizzies Bar geschafft. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. So, Mädchen. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Klar, ich geh mal rein. Braindance, was habt ihr so? Konzerna. Machen wir die Konzerna. Ich war schon mal hier. Nicht mein erstes Mal. Kann mich nicht an dich erinnern. Weil ich nicht durch die Vordertür gekommen bin. Zieh dir die mal rein. Okay, die Regeln sind einfach. Gefällt dir jemand, fasst du ihn nicht an. Such ihn im Katalog. Bestell einen BD und verzieh dich in eine Kabine. Keine Aufnahmen. Kein Grapschen, wenn keiner hinsieht. Rein mit dir. Viel Okay. Spaß, Puppe. Willkommen im Lizzies. Tja. Dankeschön, Dankeschön. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen.
rein. Setz dich in die Bar und frag nach Evelyn. Schön. Cool. Das sieht wieder echt cool aus, muss ich sagen. Also ich glaube, das werdet ihr in jeder Folge hören, wie ich hier... Ja, cool. Hey. Willst du was trinken? Ja. Aber ist Lizzie noch hier? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Nun lange nicht mehr, nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Respekt. Gute alte Zeit. Ich mag solche Geschichten. Ah, Geschichten über die guten alten Zeiten und ihr unausweichliches Ende. Nichts passt besser zum Alkohol. Ein guter Drink lässt die Geschichten besser flutschen. Also, was ging schief? Tiger Claws haben Lizzie abgeknallt. Hm. Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Lizzie. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten dem Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber das Schild bleibt als Andenken. Und das Geschäft läuft immer noch. Jo, sieht man ja. So, ich suche noch Evelyn. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Jemand, bei dem das Trinkgeld locker sitzt? Ich will eine Antwort, ich bin wie? Jemand mit Geld, das für die richtigen Antworten locker sitzt. Danke fürs Angebot. Wirklich. Aber ich werde dir nicht fürs Reden bezahlt. Eher im Gegenteil. Ha. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie erwartet. Ah. Du bist Evelyn? Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Hm, mein Lieblingstequila. Komm, wir trinken erstmal ein. Hm, nichts geht über Sansom. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Man weiß es nicht. Warum treffen wir uns hier? Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Ja dann, zeig mir den Weg. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Ja, geh vor. Na gut, okay. Ja, steck dir ruhig einen an. Ist kein Problem. Kannst mir auch einen anbieten. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ach, das ich sagt hoffe, Dex? Er hat nicht zu viel versprochen. Ich kenne ihn nicht gut, wir haben nicht lange zusammengearbeitet. Kommen wir gleich zur Sache, ich bin die Beste. Dir ist egal, was Dex denkt. Das denke ich auch, dass ich dir warte. Das egal ist. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch, Schmeicheleien sind nur unter deine Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Nö. Schreibst du seine Biografie oder was? Oh, geil, die Antworten. Reden wir es geschehen. Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Es gibt zwei Arten von Fixern. Die einen halten ihre Crew an der Leine und binden sie mit Verträgen an sich. Für die zählt Loyalität und Verlässlichkeit mehr als alles andere. Und dann gibt's die andere Sorte. Wie Dex.
Die andere Sorte erklär's mir. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, was Komm du meinst. Komm schon, spann mich nicht so auf die Folter. Glücksritter. Sie verlassen sich nur auf eins. Ihre Intuition. Sie setzen auf Potenzial. Und wenn sich das bei einer neuen Crew nicht auszahlt, dann war das der letzte Fehler ihres Lebens. Ich hoffe inständig, Dex lässt seine Intuition nicht im Stich. Nein. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein Sichere-deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nö. Aber als Konzern erkennen wir natürlich die Kette. Natürlich. Arasaka ist diese Hotelkette wirklich gelungen. Aber das Konpeki in Tokio stellt immer noch alles andere in den Schatten. Die beiden sind doch genau gleich. Personal und Service in Japan sind einzigartig. Singapur, Paris, Washington. Im Vergleich sind das alles Absteigen. Tja, dagegen kann ich wohl nichts sagen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. In Night City. Also sind die Gerüchte diesmal wirklich wahr? Jeder in der Stadt redet davon. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Erbe des Arasaka-Imperiums. Ich bitte dich. Und nach 150 Jahren will der Kaiser endlich abdanken? Das bezweifle ich. Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu. Ernsthaft? Er ist mein Ziel, also Yorinobu Arasaka? Wir haben's also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Selbst wenn. Yorinobu bleibt ein verdammter Arasaka. Und ich wette, dass Yorinobu eine Armee hat. Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Und du hast doch bestimmt noch irgendwas in der Hinterhand. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe, aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Aha. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Netwatch? Also ich kenne sie nicht, aber da stimmt doch was. Nein, kaufe ich dir nicht ab. Netwatch lebt von Neutralität. Warum sollten sie ihren Ruf für Hehlerware ruinieren? Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Okay, und was hat Yorinobu davon? Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Wo wird aufgebahrt? Also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen
wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Jo, was ist denn auf dem Relic? Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yorinobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verscherbeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Sieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Da ist aber trotzdem irgendwo ein Haken dran, oder? Naja, auf jeden Fall, wir haben einiges über Yorinobu gehört. Yorinobu hat doch in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Bestimmt, weil sein Vater das wollte. Genau. Saburo wollte ihn zu seinem Nachfolger heranziehen. Aber dann hat Yorinobu alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Sich den Stahldrachen angeschlossen, Nomaden aus Tokio, die Arasaka zugrunde richten wollten. Dieser Anfall jugendlicher Rebellion verflog natürlich. Yorinobu kehrte in den Schoß der Familie zurück, aber der bittere Beigeschmack blieb. Du kennst dich aus. Das ist aber nur eine Seite von ihm. Er ist ein kluger Mann, der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Vielleicht steht er einfach auf dem Markt oder ein riskantes Ding mit dem Biochip. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Nein. Du hast alles und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Das kann ich nachvollziehen. Es ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Aha, und die du volle Kanne ausnutzen willst. Okay, was kommt als nächstes? Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, wie die sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Schwer zu sagen. Nein. Bestimmt diese Woche. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? BD-Rack-Implantat. Was dagegen? Nein, nichts dagegen, aber du kennst Yorinobu persönlich? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Judy? Auch eine Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Alles klar. Sei ein braves Mädchen. Benimm dich. Nein. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Stets bemüht. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Sie ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Oh. Nicht schlecht, das ist 1A-Hardware. Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, 1A-Hardware. Das meiste ist modifiziert, nur die Ummantelung ist Serie. Von dir selbst gemoddet? Was denkst du denn? Dieser Mimikübersetzer, ein Fuyutsuki, oder? Dachte, die Matrizen dieser Reihe wären alle für'n Arsch. Waren sie auch, aber die auszuwechseln ist leicht. Und dieses Modell unterstützt als einziges Zusatz-Scanware. Ja, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F.
Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Oh oh. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Okay. Ich hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Nein. Was bedeutet ungefiltert? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs, vorausgesetzt sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Was? Okay. Vor allem, wir bringen dich zum Laufen. Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil? Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Na, das haben wir auch schon mal. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Nettes Bild. Okay, dann profilier mich mal. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss diese Kalibrierung jedes Mal gemacht werden? Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann sie nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. So, was hast du ausgesucht? Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her habe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Ja, natürlich. BD starten. Dann begeben wir uns mal in das Tutorial einer Braindance-Analyse. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. 3, 2, 1. Alter Schwede, es ist so weiß. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Das kann doch gar nicht gut gehen. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Oh, Eddies.
durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Scheiße. Hättest du mich ruhig warnen können. Dieser Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Geh jetzt nochmal rein. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Cool. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD. Okay, das ist schon mal cool. Also, oh, schön. An die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Okay. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Ah ja, okay. Ein Hinweis lässt sich nur in Momenten scannen, in denen die aufzeichnende Person ihn wahrnehmen könnte. Klar. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Zeigt die derzeitig ausgewählte Ebene an. Visuelle Ebene, Thermalebene und Soundebene. Okay. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen. Was? Den du scannen hast? Was? An, den du scannen hast oder scannen kannst. Der Hinweis wird in diesen Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf der richtigen Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Liste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Liste, nachdem du sie gescannt hast. Alles klar. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Cool. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab! Kleine Zeisser! Gefahr sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Okay. Jetzt scannen wir das auch nochmal. Eine Schale sortieren, ich übernehme die Kasse und zwei Server. Nutz mir doch den Zwanzreiter. Ich habe zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Zwanz. Alle runter! Los, runter! Wechsel zur visuellen Ebene. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen.
Cool. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Yeah, yeah. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Berno, ich, jetzt, ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste. Siehst du, er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Ja. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Ah, okay. Zurückspulen. Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Wahrscheinlich. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Drücke X, um den Brainland zu verlassen. Wir gucken einmal noch einmal durch die... Aber wahrscheinlich gibt es hier nichts mehr zu sehen. Wie geil ist das denn? Wir lassen einfach mal laufen. Okay, komm. Wir gehen raus. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Setz du dir fast halt auf. Okay, dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Jupp. Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. So, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da oder sogar einen Daumen nach oben. Und wenn euch das gefällt, was ihr gesehen habt und ihr mich weiter unterstützen möchtet, dann lasst mir doch sogar ein kleines Abo da. Schaltet auch morgen wieder ein um 18 Uhr bei Cyberpunk. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.